Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Der normale Wahnsinn in Pattaya. Heute ist Samstag. Wir fahren hier ins Parkhaus rein vom Central Festival. Es ist 13.45 Uhr. Wir sind hier im zweiten Stock jetzt hier und wir sind schon 10 Minuten nur, um hier erstmal hochzukommen im zweiten Stock. Um 13.45 Uhr, nicht abends, ne? Findest du keinen Parkplatz, nichts, ne? Das ist katastrophal. Also Pattaya ist schön, ja, Pattaya ist schön. Schön. Ja, was haben wir da eigentlich hier vor? Und zwar Porn heute ins Tattoo-Studio. Porn möchte sich tätowieren lassen. Mit Dampfreiner. Guck mal hier, guck mal da, 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 guck mal da. Lamborghini. Ich werde geklopft. Lamborghini hier. Komm mal zurück, oder was hier, ey. Oben. Oben, bitte. Oben, bitte. Ja, weiter, weiter, immer weiter hier. Hier, immer weiter im Kreis fahren, ja. Ich habe es gesagt. Ich habe es gesehen. Oh, das ist ein Thema. Oh, mein Thema. Das war's. Was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn hier? Hier ist Tesla. Ja, yeah, Tesla, so viel. Tesla Parkplatz hier. Nein, bitte, aber. Batterie. Zeig mal da. Batterie, da? Ja. Charger. Charger. Charger, Tesla. Schön. Schön. Kaufen wir. Ja, mein Schatz, ich kaufe dir. Wenn ich hab Geld, mein Schatz. So, jetzt Uwe, jetzt such dir mal einen Parkplatz zu Zottli. Oh. Ach, mein Gott. In da. Ich habe alles eng. Ich habe auch so einen Panzer, habe ich auch hier. Da komme ich auch nicht rein mit dem Panzer hier. Ja! Hey, hier! Oh, Halleluja, ich habe was gefunden. Ich habe drei Stück. Schön. Und zwar möchte Pony tätowieren lassen. Auf ihrem hübschen Hintern steht dann drauf: Dieser Arsch gehört Uwe. Ja, ja, ja. Stimmt das nicht? Nee. Kommt das nicht hin? Ach, okay, noch einmal, ich fahr so weiter her, du, mit einem Herzchen dabei und so hier. Ja, ja. Kommt das nicht? Nee. Ach, so ein Scheiß, ey. Nein, Blödsinn, Quatsch, ne? Da. Die Augenbrauen möchte sie nachfärben lassen, nachstechen lassen. Das machen wir heute auch noch. Auto bleibt heute hier stehen. Ich pack das Auto jetzt nicht mehr an. Also, Pattaya ist wirklich, also mit Auto eine Chaosstadt. Echt wahr, sagt ihr wirklich. Ne? Na gut, aber jetzt Tattoo machen, auf geht's. Ja, wer kennt das nicht, ne? Schon tausendmal gesehen hier. Ein Blick hier, Pattaya City, wer kennt es nicht? Schön durch die schmutzige Scheibe, das sagt alles. Ach, du bist wieder ein widerlicher Kerl hier. Pattaya ist doch schön. Also, ich kann empfehlen, wer Motorradführerschein hat und wer fahren kann, Moped und dann mit dem Moped fahren hier. Ne? Aber mit Auto hier zu fahren, ist Katastrophe. Echt. Motorrad aber auch nur oder mit Roller wirklich, wenn du Führerschein hast und wenn du fahren kannst. Sonst ist das auch nichts. Ne? Natürlich kannst du mit Tuk-Tuk fahren. Ne? Ich habe lieber so jetzt gemacht, ihr Auto abgestellt. Da kannst du jetzt parken und jetzt fahren wir wieder mit Tuk-Tuk hin. Und du weißt wohin? Welcher Tattoo-Shop? 13. 13. Ja gut, dann fahren wir dann mal in die Folge 13. Ja, was kostet hier wieder? 10 Mann. 10 Watt oder was? 30 Jahre.
Dauert aber jetzt genauso lange wie mit dem Auto. Aber du erschwitzt nicht dein Auto weg. Weil euch. Zack, zack, Sitzbad fertig. Siebsam. Siebsam oder Siebsam, Siebsam Nüng? Was hat die Alte gesagt? Wir haben gefunden. Schön. So, was machen wir heute? Tattoo. Heute machen wir Tattoo. Jetzt pass auf. Und zwar. Sauber machen. Tut das weh? Ja. Und? Probier mal. Nee, ich habe keine Zeit dafür. Kann lieber deine anderen Füße zeigen, die auch jetzt wehtun. Oh, das tut nicht weh. Und wie lange dauert das jetzt? Eine Stunde. Man kann nicht auch irgendwo hingehen, Max Schwind, ebenso. Das ist ja, ne? Oder was? Nein, ich mach lieber YouTube, oder? Das sollte nicht sein, dass man sich das so erschreckt. So, Stunde ist jetzt rum. Siehst ein bisschen geschafft aus. Hast du Schmerzen, mein Schatz? Ach, das kann doch nicht. Du bist ein harter Bursche. Wenn du nicht Schmerzen. Sag ich doch auch, genau. Keine Schmerzen, keine Schmerzen. Oh, Stunde, ja. Ein bisschen länger wie eine Stunde, ja. Jetzt haben wir ja. Das ist schief. Das eine ist unten, eine ist oben. Das ist schief. Man, ich habe nur einen Scherz gemacht. Es ist gerade. Schmerzen. Keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Frau Rambo. Ach, sieht wieder aus. Wie neu sieht es aus, du. Herrlich, herrlich. Was machst du jetzt noch? Kitzelig Haare. Wie kitzelig Haare? Sind das Läuse oder was? Mäuse. Mäuse? Ne, Mäuse nicht. Die anderen kleinen Tiere. Tiere. Ah, ja, die anderen kleinen Tiere da. Wie, was ist das jetzt? Wofür ist das gut? Für Haare schön oder Haare schwarz oder was? Haare schön. Haare schön, ja, die Haare schön. Ist das im Preis drin? Nein. Ist es extra? Extra. Ach, mach keinen Scheiß, ey. Wie lange dauert das wieder? Nicht so lange, halbe Stunde. Oh, in dem Puff ist so kalt da hinten. Du, da ist so kalt in dem Puff, du. Wie bitte? Oh, da wird es eine Stunde wieder dauern hier.
Ich hab die Haare schön. Aua, nicht so fest hier. Mach doch mal feste, du. Keine Schmerzen. Das glänzt ja wie Speckschwarte jetzt, du. Menschenskinder, du. Schwanzschnurige Frau, ehrlich, du. Mit dir komme ich auf das Napatei hin, du. Ja. Aber echt, ey. Aber nur mit Gummistiefel. Ja. Die Boy erlufen, wieso? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Zeig doch mal her, du hier. Chill, oh, ne? Mein Gott, so schnell kann man gar nicht gucken, mein Schatz. Ich muss andere Kleidung. Wofür? Genau. Sauber. Gummistiefel. Mein Dämmer hat Pumpe. So, wieder zurück. Ja gut, jetzt kannst du auch machen, ist klar. Kannst auch mit dem Tuk-Tuk fahren hier, ne? Ist ja kein Thema. So, hier Kofferplatz, pass auf. Hier Central Festival. Wo ist er denn da? Da gegenüber hat so ein Shopping, ja, Koffer, so viel Koffer dann da. Keine Ahnung, mal gucken hier. Ja, gibt da Qualitäten mit 3.590, das sind 100 Euro schon, ja. Gibt's auch hier da, hier der kostet 5.000 Watt, der hier, 5.000, der hier, richtig Edelstahl. Ja, wo sind wir eigentlich hier? Was ist das hier? Das ist der Nightmark hier, ne? Aber jetzt Koffer ist nur vorne, ne? Koffer ist nur vorne. Geh im anderen Shop noch rein. Okay, 1.900. So schöne Schlösser dran hier. Aluminium, ja, Aluminium. Natürlich ist das kein Aluminium hier, weißt du? Ja, das ist. Ja. Stabil. Vorhin wollte den haben. Wegen der Farbe hier ist ganz was anderes von der hier. 1.400. Oh, weiß dran hier, du warst 2.750. Smart Togo, naja gut. Irgendwie alles so China-Kracher ist ja klar. Der hat irgendwie China-Kracher wieder. Naja, die brauchen den ja nicht mehr so viel. Die brauchen den ja nicht mehr. Nur für eine Kamera hier. Ich habe auch eine Kamera. Komm her. So, hier, pass auf. Rolex. Ich habe schon eine und die laufen wirklich gut. Ich habe noch eine mitgenommen jetzt hier. Eine in Rot. Jetzt hat die schon eingepackt. Die kleine Maus hat schon eingepackt hier. In Rot. Guck, die hat noch andere hier in. Ich habe ja schon zu Hause, habe ich ja schon die in Grün, habe ich ja schon. Ne? So in Grün da. Und die laufen jetzt wirklich gut, muss ich echt sagen. Das ist eine zuverlässige Uhr, die wo auch jetzt läuft. Ne? Wenn du die andere irgendwo kaufst, im Supermarkt oder was, du weißt, die halten vielleicht ein Jahr. Ist auch wieder kaputt, die Scheißdinger da. Ne? Die sieht auch noch jetzt gut aus hier und 1.400. 1.300. Ja, sagst du 1.400. Ja, 1.200. Jetzt pass auf. Also, joking very nice. 1.300 und dann werde ich hier. Nehmen wir die auch noch mit. Goodies. Was, wer bist du denn? Hä? Alter Kämpfer. So, Jungs und Mädchens. Jetzt haben wir aber wirklich einen anstrengenden Tag hinter uns. Ja, ich musste viel jetzt warten dann da, ist klar, ne? Aber naja, gut. Was macht man nicht alles aus Liebe? Gell, mein Schatz? Ja, Schatz. Koffer, ja, die werden wir noch mal brauchen. Und jetzt lassen wir den Tag noch mal hier schön am Strand ausklingen. Vielleicht noch mal eine Flasche Bier kaufen hier und dann schön am Strand, wie so ein Penner. Die Flasche Bier dann hier auszufüllen hier. Machen wir so? Ja. Malaika kommt morgen
Deswegen haben wir heute noch die ganzen Action-Sachen noch für dich da jetzt gemacht und da mit warten mit denen dann. Das braucht alles ein bisschen Zeit dann da. Also, da können wir dann morgen schon den Tag mit Malaika ohne irgendwelchen Einkaufsblödsinn gestalten. Machen wir so. Das war's für heute. Immer dran denken, keinen Like, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Pattaya. Und tschüss. Und tschüss. Ciao. Tschüss.